Ja, wie wir in der Außenwelt wahrgenommen werden, das können wir zum Beispiel ganz einfach durch Kleidung bestimmen. Was es aber überhaupt keine einfache Methode gibt, ist für die Stimme. Da kommt eine Menge Training dazu. Und weil das so schwierig ist, erzählt uns Lea heute, wie man seine eigene Stimme hacken kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Talk und gebt Lea einen großartigen Applaus für den Talk. Danke. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, die Stimme hacken, Workshop für eine feminine gelesene Stimme. Es ist eigentlich kein Workshop mehr, ich habe das Wort vergessen vorhin rauszustreichen. Es ist inzwischen eher zu einem Vortrag geworden und da wollen wir auch gleich mal anfangen. Ich werde am Anfang ein bisschen auf die Anatomie des Vokaltrakts eingehen, dann auf die Stimmbildung und die Stimme, wie sich das über die Zeit weiterentwickelt hat. Und dann werde ich auch aufs Üben eingehen, wie das Ganze eigentlich man bearbeiten kann, dass man ein anderes Ergebnis am Ende hat. Kurz zur Erklärung, ich habe keinerlei offizielle Ahnung von dem Thema. Das ist alles nur selbst Beigebrachtes. Dementsprechend ist mein Tipp, wenn irgendwelche Probleme auftreten, dauerhafte Heiserkeit oder sonstiges, bitte zum Arzt gehen. Die kennen sich damit besser aus. Aber eine schöne Sache, ich habe auf den MMCD den Vortrag schon mal gehalten, ohne Auszeichnung. Da hat Pico vom C3-Chor drüber geguckt und das mir bestätigt, dass das Ganze sogar halbwegs sinnvoll ist und ich da euch keinen Unsinn mit erzähle. So. Fangen wir mal mit dem Punkt an, wie ist das eigentlich aufgebaut, wie entsteht die Stimme? Grundsätzlich ist es so, jeder hat einen Vokaltrakt, der besteht eben aus Stimmbändern und noch ein paar anderen Sachen, das ist aber jetzt erstmal unwichtig. Aber diese Stimmlippen, also dieser Bereich hier, sorgt im Prinzip dafür, dass ein Grundton entsteht. Dieser Grundton ist die Basis für alle anderen Töne und so weiter, was man dann letztendlich aus dem Mund hört. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn man diesen Bereich irgendwann mal im Leben größeren Mengen Testosteron aussetzt, dann verändert der sich. Und zwar passiert dann Folgendes. Der ganze Kehlkopfbereich wird größer und dadurch werden die Stimmbänder länger und nehmen an Masse zu. Wie man vielleicht sich an den Physikunterricht erinnern kann, das bedeutet automatisch, dass das Ganze langsamer schwingt und ein langsameres Schwingen bedeutet einen tieferen Ton. Das ist leider auch eine Sache, die nur ganz schwer umkehrbar ist, weil die Masse einfach nicht wegnehmbar ist, außer man macht es operativ. So. Der größte Teil der Stimmbildung passiert dann aber letztlich in den Resonanzräumen, weil aus dem Grundton muss man dann eigentlich noch die tatsächlichen Laute formen. Dazu ist der Rachenraum ganz wichtig, der ist veränderlich. Ich habe den Mundraum, der ist auch veränderlich, ich kann den Mund weit aufmachen oder zumachen und eher alles eng halten, dann verändern sich auch da die Töne. Und es gibt noch den nasalen Raum, der verändert ist aber nicht veränderbar, weil was soll ich da auch groß verändern? Außer wenn er mal verstopft ist, das hört man dann natürlich auch an der Stimme, wenn das irgendwie so ganz komisch klingt. Wichtig ist aber auch, man hat natürlich noch die Lippen, die Zähne, die Zunge, den Gaumen und so weiter. Das macht alles auch was aus. Jeder kennt es, wenn man mal eine Erkältung hatte, dann ist es ganz schnell irgendwo ein bisschen Schleim drauf und dann klingt das Ganze schon total anders. Die Stimmbildung an sich wird aber auch durch viele Dinge verändert. Das heißt, man hat auch den Punkt, dass einfach jeden Tag die Stimme anders sein kann. Dazu kommen Punkte wie Krankheiten oder Allergien. Dann klingt das sofort anders. Es gibt Trockenheit. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel mir gedacht, Himmel, was ist denn mit meiner Stimme los? Weil einfach das Hotelzimmer so von der Klimaanlage trocken gezogen wird, dass alles, die ganzen Stimmbänder trocken waren und dementsprechend klingt das dann einfach krächzig. Aber zum Beispiel auch der Hormonspiegel oder Stress wirkt sich unmittelbar auf die Stimme aus. Das sieht man zum Beispiel, wenn man nervöser ist, dann geht die Stimme häufig hoch. Oder auch zum Beispiel in der Schwangerschaft verändert sich die Stimme dadurch, dass sich der Hormonspiegel geändert hat und dann die Durchblutung in diesem Bereich einfach anders ist und dadurch sich anders die Töne bilden. Es ist aber auch, und das ist wichtig, vor allem wenn man eben gucken möchte, wie man die Stimme verändern kann, wichtig zu sehen, die Größe, das Alter, das Gewicht, zum Beispiel dadurch, wie groß das Lungenvolumen ist, wie groß da der Resonanzraum eigentlich ist, mit dem ich arbeiten kann. Das macht natürlich auch ganz viel aus, aber auch Rauchen
Alkohol oder Medikamente können sich da einfach ganz, ganz groß drauf auswirken und haben einen ganz entscheidenden Anteil. So, was jetzt aber mal ganz spannend ist, ist, es ist eigentlich gar nicht so eindeutig, dass es den weiblich oder feminin gelesenen Sprachbereich gibt und den maskulin oder männlich gelesenen Sprachbereich, sondern es gibt auch noch so einen Zwischenbereich. Im Prinzip hat man den Grundton für eine maskulin gelesene Stimme im Bereich von 85 bis 180 Hertz, die von einer feminin gelesenen Stimme im Bereich von 165 bis 255 Hertz. Und da merkt man schon, da gibt es einen Überschnitt. Und das ist eben der Bereich von 165 bis 180 Hertz. Da ist es in der Regel nicht so hundertprozentig einschätzbar. Genau. Es gibt auch noch andere Unterschiede zwischen einer feminin und einer maskulin gelesenen Stimme. Zum Beispiel ist in der maskulin gelesenen Stimme eher so, dass die Modulation über die Lautstärke stattfindet. Das ist einfach dann ein charakteristisches Merkmal. Es gibt aber auch Sachen, die spielen genau in die andere Richtung. Das ist die Modulation über die Frequenz. Das wird eher feminin gelesen. Und es gibt natürlich auch noch den Fall, dass eine Stimme, die feminin gelesen wird, eher ein bisschen melodischer ist, mehr Varianzen drin hat, als eine, die eher maskulin gelesen wird. So, hier habe ich noch ein Zitat, und das ist, wenn man so sich drüber nachdenkt, zu üben, ganz, ganz wichtig. Und zwar hat sich in den letzten 20 Jahren, das ist eine große Metastudie der Universität Leipzig, hat sich herausgestellt, dass Frauenstimmen nur noch ungefähr eine Quinte, also die Hälfte des eigentlichen Wertes über der männlichen Stimme sind. Das heißt, der Abstand dazwischen ist gar nicht mehr so groß. Und das merkt man zum Beispiel daran, wenn man sich alte Filme anguckt. Bei alten Filmen merkt man sehr schnell, dass die Frauen eher höher reden. Und bei aktuelleren ist das gar nicht mehr so ausgeprägt wie bei diesen älteren Filmen. Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Beobachtung, mit der man einfach sieht, dass sich Stimme auch über die Zeit verändert. Genau. Der nächste Punkt ist, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt gucken, wie ich was verändern kann. Was möchte ich eigentlich erreichen? Weil der entscheidende Punkt ist, ich möchte jetzt beispielsweise so eine Stimme wie irgendeine Person, die ich toll finde, haben. Das funktioniert nicht. Jeder Mensch hat eine ganz individuelle Stimme und das muss man erstmal feststellen. Dementsprechend ist es auch von dem jeweiligen Menschen ganz abhängig, was man mit der Stimme erreichen kann und was überhaupt möglich ist. Genau. Wenn man dann mal eben guckt, wie kann ich üben, was kann ich da machen? Ganz, ganz wichtig ist, genügend Wasser trinken. Weil, wenn man viel spricht und eben dann viel übt, dann trocknet der ganze Vokaltrakt aus. Das ist zum Beispiel auch so wie jetzt hier bei mir beim Vortrag. Ich merke, dass mit der Zeit viel, viel schneller, als wenn ich normal rede, einfach auch der Mund trocken wird. Weil ich deutlicher spreche, weil ich lauter spreche, weil ich viel mehr Dinge mache. Und das sorgt einfach dafür, dass man in der Regel einfach viel nachtrinken muss, damit sich das entsprechend entwickelt. Genauso wichtig ist es, die Stimme ausgiebig aufzuwärmen. Wenn man versucht, sofort hochzukommen, schadet man dem Vokaltrakt, dann macht man eher Dinge kaputt. Das ist wirklich nicht vorteilhaft. Dementsprechend ausgiebig aufwärmen, was ich zum Beispiel gerne mache, ist irgendwie morgens unter der Dusche bei irgendwelchen Liedern mitsingen. Das ist eine ideale Sache, weil ich bin unter der Dusche, ich habe hohe Luftfeuchtigkeit, das ist super gut für die Atemwege und ich kann gleichzeitig die Stimme eben einfach gut aufwärmen. Genauso ist es wichtig, eben über die Zeit ein Gefühl für die Stimme zu entwickeln. Natürlich kann ich gucken und machen, aber es ist wichtig zu wissen, was passiert da eigentlich, was macht meine Stimme da eigentlich und was macht meine Stimme aus. Und das ist ganz wichtig, um eben Dinge einschätzen zu können und da auch festzustellen, dass man die Stimme eben nicht überlastet. Genauso wichtig ist der Punkt 4, die Stimme eben bei Krankheit nicht zu überlasten, weil damit macht man sie sich einfach kaputt und eine chronische Heiserkeit ist schon wirklich nichts Angenehmes. So viel zum Trinken. Genau, der nächste Punkt ist eben wirklich üben. Es ist eine ganz wichtige Sache, möglichst häufig zu üben und nicht nur ab und zu und tatsächlich auch einfach im praktischen Alltag zu üben. Weil wenn ich mich zu Hause hinsetze und wirklich feste, einfach irgendwelche Texte vorlese zum Beispiel,
dann entwickelt sich da so eine Stimme, die klingt wie nach Nachrichtensprecher. Das ist dann so einfach ganz langsam am gleichen Band immer wieder das Gleiche und das klingt total langsam und total öde und das ist überhaupt nicht interessant. Dementsprechend wirklich häufig üben und möglichst in der Praxis üben. Das ist nicht einfach, das ist vor allem am Anfang ätzend. Aber man kann ja zum Beispiel Situationen versuchen zu nutzen, in denen man sich sicher fühlt. Zum Beispiel hier den Kongress könnte man nutzen, um vielleicht mal ein bisschen zu üben. Ganz wichtig ist auch die eigene Haltung. Wenn ich mich nämlich jetzt hier ganz eng zusammen knautsch oder irgendwie aufs Bett lege, dann verändert sich auch da die Stimme. Und normalerweise rede ich ja mit Leuten nicht, während ich in meinem Bett lege. Kommt vielleicht auch vor, aber nicht dauerhaft. Und das ist eben auch ein Punkt. Man muss eben auf die Haltung achten, weil sich dadurch natürlich die ganzen Bereiche, auch wenn ich so hier jetzt mache, einfach das Ganze, die Resonanzräume verändern und dadurch das Ganze natürlich anders klingt. Was auch ganz wichtig ist Feedback nutzen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer in dem Bereich, also wenn man möchte, dass seine Stimme sich verändert, ohne gutes Feedback weiterzukommen. Einfach aus dem Grund, dass man selbst die eigene Stimme ganz anders hört und das ganz anders wahrgenommen wird. Aber da komme ich gleich auch nochmal mit einer eigenen Folie drauf. Was ich für mich aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann, ist, es ist wichtiger, erstmal mit der die Tonlage zu bewegen, weil wenn man gleich noch versucht, mit der Melodie und der Dynamik reinzukommen, dann wird das ein bisschen viel und dann klingt das irgendwie alles ein bisschen kaputt. Dementsprechend, meine Erfahrung ist eben, dass es mehr bringt, erstmal zu gucken, dass man die Tonlage verändert und danach sich einfach dann durch viel Üben diese Dynamik reinbildet. Und das liegt halt vor allem daran, dass die Melodie eine stabile Tonlage braucht, damit das überhaupt so möglich ist. So, genau. Feedback. Wie kommt man an Feedback? Die einfachste Möglichkeit ist, eine Vertrauensperson zu nutzen als Rückkopplung. Ich habe da zum Beispiel meinen Freund benutzt, der hat mir da, ich muss ihm echt mal danken an der Stelle, sehr viel Geduld gehabt. Ich wäre wahnsinnig geworden an seiner Stelle. Und das hilft aber ganz viel, um eben eine Einschätzung zu bekommen. Weil, wie gesagt, man hört das unterschiedlich. Was auch noch hilft, ist zum Beispiel eine App zu nehmen, mit der man das Ganze einfach aufzeichnen kann und sich später nochmal anhört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das einfach später nochmal anzuhören. Weil in der Situation ist das immer ganz schwierig und viel ein paar Minuten oder Stunden später merkt man schon, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, wie es gerade vielleicht wahrgenommen wird. Und eine andere App, die auch sehr hilfreich ist, ist die Stimmanalyse-App, die auch so im App-Store steht von Lilith. Danke. Sie sitzt ja auch im Publikum. Ganz wichtig ist nur zu beachten, dass Handyaufnahmen keine perfekte Qualität haben, was die Lautsprecher angeht für Stimmen. Die sind eher so auch ein bisschen auf tiefere Töne optimiert und so weiter, dementsprechend im Idealfall über Kopfhörer oder Headsets anhören, die eben auf Stimme optimiert sind. Genau, was kann ich da noch an Tipps geben? Ich wiederhole mich auch in dem Vortrag, weil es einfach ein paar Sachen gibt, die super wichtig sind. Und da kann man einfach ganz, ganz viel machen. Wichtig ist zum Beispiel, dass die Stimme einfach von Tag zu Tag variiert. Das ist ganz normal, das hängt, wie gesagt, davon ab, habe ich gerade ein bisschen Allergie? Habe ich gerade vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken? Oder. Und das gibt da ganz viele Situationen. Und das ist eben wichtig, dass das vollkommen normal ist. Und wenn man sich da dran aufhängt, dass da kleine Varianzen drin sind, dann kommt man nicht voran. Das macht wirklich große Sorgen. Und dementsprechend ist es wichtig, eben zu merken, ihr selbst seid, wenn ihr das machen wollt, eben eure größten Kritiker. Und dementsprechend ist das Feedback wichtig, um eben festzustellen, eigentlich ist es überhaupt nicht so schlimm. Und ganz wichtig, das hatte ich auch schon mal angerissen, nutzt die Stimme anderer Menschen in der Regel nur als Orientierung. Es bringt absolut nichts zu sagen, ich möchte die Stimme haben. Da kommt ihr nicht hin, ihr habt eure eigene Stimme. Das hängt von so vielen anderen Faktoren ab, die auch gar nicht so trivial beeinflussbar sind, dass das schwierig wird. Und da sage ich eben, weil das häufig in irgendwelchen Texten als Vorschlag erwähnt wird, es ist echt eine schlechte Idee, Nachrichtensprecher als Beispiel zu nehmen. Die sprechen eine Art und Weise,
wie man im Normalfall gar nicht spricht. Da gibt es tatsächlich ganze Bücher drüber, wie man das macht. Aber das hat nichts mit normalem Sprechen zu tun. Das geht da einfach nur darum, klar und deutlich und zum Teil auch tatsächlich emotionslos zu sprechen. So, das ist mit meine wichtigste Folie in der ganzen, in dem ganzen Vortrag, nämlich wie ist es mit der Tonwahrnehmung. Weil wir alle nehmen unsere Stimme unterschiedlich wahr. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass jeder von uns hier, vermutlich hört meine Stimme jetzt, wie ich hier rede, niemand exakt gleich im Publikum. Das ist einfach unterschiedlich, weil vielleicht man gerade noch ein bisschen Erkältung hat und dementsprechend die Hörgänge noch ein bisschen zu sind. Es gibt einfach ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist auch, deswegen klingt auch die Stimme, wenn man sie auf Aufzeichnung von sich selbst hört, immer so ein bisschen komisch. Die ist nämlich meistens etwas höher in der Aufnahme, als man sie selbst kennt, weil es einfach dadurch ist, dass ein gewisser Teil des Schalls wird über die Knochen direkt ins Innenohr übertragen. Und das sorgt dafür, dass eben etwas die tieferen Frequenzen mehr ankommen. Und dementsprechend ist das eben wichtig zu wissen, dass die eigene Stimme von der selbst eigenen Wahrnehmung immer ein bisschen tiefer ist, als sie tatsächlich von anderen dann wahrgenommen wird. Ist natürlich ein besonders wichtiger Punkt, weil natürlich die Stimmhöhe da einen bestimmten Punkt ausmacht. Eine ganz spannende Sache, das ist vor allem für Menschen interessant, die eher aus dem dran sind, die kennen das vielleicht aus dem Faktor mit der Dysphorie. Wenn ich vorm Spiegel stehe, dass das irgendwie ein bisschen schwierig werden kann. Den gleichen Faktor gibt's auch mit der Stimme. Das habe ich irgendwann, da gab es so ein, zwei Wochen, gemerkt. Und zwar ist es so, es gibt dann eine gewisse Zeit ein Übersprechen aus dem Gedächtnis. Das ist so ein bisschen wie diese im nächsten Punkt genannte Lese- bzw. Kopfstimme. Der Kopf redet sozusagen dann manchmal mit innen drinne. Und das verzerrt das unglaublich. Das gibt sich aber einfach mit der Zeit. Es ist nur wichtig, das zu wissen, dass es passieren kann, dass da einfach die Stimme ein bisschen komisch klingt, weil der Kopf da Sachen ergänzt aus der eigenen Erfahrung und Erinnerung, was aber gar nichts mit dem aktuellen Fall zu tun hat. Das war jetzt zu schnell. Genau, wie schon gesagt, gibt es auch noch den Faktor, dass die Kopf- bzw. Lesestimme. Es gibt da so Theorien, dass das so 50% der Bevölkerung haben. Die andere Hälfte kennt das überhaupt nicht. Dementsprechend mal kurze Umfrage. Wer hört, wenn er irgendwelche Texte liest, seine eigene Stimme? Ja, sind ungefähr 50%. Schön, dass die Statistik auch hier so gut funktioniert. Auf jeden Fall, da ist der Punkt, das funktioniert nicht. Das kann man auch nicht trainieren. Das gibt sich langsam, furchtbar langsam mit der Zeit. Das ist vermutlich einfach so ein Erinnerungsding. So ganz verstanden habe ich das an der Stelle tatsächlich auch nicht. Und was auch tatsächlich ein ganz normaler Fall ist, wenn man sich eben so ein bisschen wundert, okay, ich telefoniere jetzt und dann verändert sich die Stimme total. Ich klinge super, wenn ich mit jemandem persönlich rede, aber am Telefon ist es komisch. Das ist tatsächlich relativ normal. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass man einfach versucht, zwangsweise aus dieser Erfahrung, mich versteht jemand schlecht am Telefon, mit ein bisschen die Töne zu senken und die Varianz zu reduzieren, einfach weil das der Codec wegschneidet. Das ist einfach so ein Telefonsprachübertragungskodec schneidet einfach oben und unten relativ viel weg und dementsprechend klingt man auch am Telefon meistens nur so mittelgeil. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich so irgendwelche Texte im Internet durchliest, ist der Bruchpunkt. Das ist so das Ding. Ich muss diesen Bruchpunkt überwinden. Ich halte das für ziemlich großen Quatsch, weil in der Regel ist dieser Bruchpunkt nicht in dem Bereich, in dem man später spricht. Das heißt, die Erfahrung von Leuten, mit denen ich auch geredet habe, ist in der Regel einfach drüber gehen und mit der Zeit ergibt sich, dass das nach unten in dieser Bruchpunkt nicht mehr wirklich existiert. Das ist einfach dadurch, dass dann die ganzen Muskelgruppen und Bänder und so weiter sich schon entsprechend gedehnt haben, beziehungsweise sich verändert haben und dann einfach viel mehr möglich ist. So,
Ich bin, merke ich gerade, merklich schneller, als ich geplant hatte. Dementsprechend muss ich mal ganz kurz gucken, irgendwas habe ich vergessen. Nee. So, genau. Das ist jetzt ein Teil, den ich eher aus dem Workshop noch habe. Da gehe ich jetzt aber trotzdem mal drauf ein, weil das eben wichtig ist, um mal Ansatzpunkte zu haben, wo man tatsächlich gut üben kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, den Kehlkopf nach oben zu bekommen und den Resonanzraum etwas kleiner zu kriegen. Das gibt da ganz, ganz lustige Übungen. Das ist so, man schluckt und versucht dann zu reden und gleichzeitig den Kehlkopf oben zu halten. Das kann man machen, das ist sehr, sehr anstrengend. Das funktioniert aber auch tatsächlich recht gut. Da gibt's auch eine relativ gute Anleitung im Netz. Die habe ich in den Folien, dann, die später nochmal veröffentlicht wird, verlinkt. Aber was zum Beispiel auch hilft, ist einfach mal festzustellen, wo die Resonanzräume sind. Also mal hier zu füllen, um zu gucken, wo die Brustresonanz ist. Mal zu gucken, wo hier eher so, gibt's dann, wenn man dann ein bisschen höher geht, ist dann eher hier die Resonanz oder irgendwann hier, beziehungsweise im Kopfbereich. Und in diesem Kopfbereich, in diese Kopfstimme möchte man es eigentlich bekommen, damit die Stimme eben gut und eher hoch und feminin klingt. Es gibt aber auch ganz einfache Sachen, um mal festzustellen, wie sich die Stimme verändert, indem man einfach mal im Zweifel auf die Backe drückt und dabei redet oder indem man mal sich die Nase zuhält und redet. Das gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, um Erfahrung zu sammeln, welche Faktoren meine Stimme verändern. Und das ist eben wichtig. Nicht auf ein Ziel festlegen, sondern auch mal explorativ zu gucken, was kann ich eigentlich mit der Stimme alles machen. Genau. Ganz wichtig ist auch, das war tatsächlich bei mir ein wichtiger Punkt, ich hatte tatsächlich relativ am Ende schon noch begleitende Logopädie, weil ich einfach mir gesagt habe, ich habe da jetzt rumprobiert. Habe ich da eigentlich irgendwas kaputt gemacht oder mir was Falsches angewöhnt? Das wollte ich dann doch nochmal kontrollieren lassen. Und da waren zum Beispiel so Sachen, mach den Mund auf. Das ist ganz wichtig für die Tonbildung und um eine Stimme klar zu verstehen, den Mund weit aufzumachen und das eben deutlich zu artikulieren. Weil wenn ich jetzt so den Mund zulasse, dann rede ich automatisch leiser und es ist halt nicht so deutlich zu verstehen. Dementsprechend, das ist wirklich wichtig. Und da gibt's dann eben so tolle Übungen wie wow, wow, wow. Und dann macht man den Mund ganz weit auf und das hilft eben. Und das hilft eben auch, um sie so die verschiedenen Tonlagen mal zu üben. Ganz wichtig ist das nämlich auch, weil, wer jetzt vielleicht mal ein technisches Beispiel, nehmen wir mal WLAN. Warum geht 5 GHz WLAN nicht so weit in der Reichweite wie 2,4 GHz WLAN? Frequenz ist höher, Dämpfung ist geringer bei dem 2,4 GHz Band. Das Gleiche gibt es tatsächlich auch bei der Stimme. Eine höhere Stimme hat einfach grundsätzlich das Problem, dass sie leichter gedämpft wird und dementsprechend nicht so gut verständlich ist. Dementsprechend ist es entweder wichtig, laut reden zu können oder eben auch gleichzeitig dafür zu sorgen, sehr, sehr deutlich zu sprechen, damit es wirklich verständlich ist. Übrigens auch noch ein Punkt, nicht so schnell reden. Bin ich ganz schlecht drin. Genau, es gibt dann eben ganz verschiedene Übungen, die auch aus der Logopädie stammen. Da habe ich auch die an den Folien die Übungsblätter von meiner Logopädie drinne. Die kann man sich dann auch nochmal angucken. Aber das sind eben, wie schon eben gesagt, diese OA-Übungen sind da ein Faktor. Tonleiter natürlich auch. Das ist eigentlich tatsächlich das Klassische, was man in der Gesangsausbildung zum Beispiel auch macht. Genau. Es gibt eben noch ein paar wichtige Sachen, das möchte ich auch da nochmal wiederholen. Es ist ganz wichtig, die Stimme zu nutzen. Auch ich habe natürlich am Anfang sehr viel erstmal für mich geübt, aber irgendwann gab es den Punkt, da habe ich gesagt, okay, jetzt musst du das mal draußen ausprobieren. Und dann hat sich ganz schnell ganz viel getan. Einfach weil es wichtig ist, praktisch im Alltag das zu testen und auszuprobieren. Einfach weil ich damit auch merke, wie wirkt das eigentlich auf andere. Und ganz schnell merkt man, eigentlich ist das alles viel weniger schlimm, als es vielleicht im ersten Moment wirkt. Auch wichtig ist, anderen mal bewusst zuzuhören. Also wirklich Leuten, die jetzt reden und nicht eben, ich sage das ja schon, Nachrichtensprecher sind. Das funktioniert überhaupt nicht gut.
Aber einfach mal hier vielleicht so nebenbei, wenn man mal da sitzt, einem Gespräch zuhören und gucken, wie da die Stimmen sich eigentlich verhalten. Und da wird man auch merken, das ist so vielfältig, dass man da auch wieder einfach nur selbst gucken muss, welchen Weg man da für die eigene Stimme findet. Und ganz wichtig ist es, wirklich laut sprechen zu üben. Ich möchte euch jetzt hier über das Mikrofon nicht wehtun, deswegen mache ich das Beispiel jetzt nicht. Aber es hilft wirklich mal laut zu schreien. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn gedacht haben, aber ich habe da so 1-2 Wochen lang sehr regelmäßig sehr, sehr laut geredet und ziemlich einen Unsinn, weil ich habe halt irgendwelche komischen Texte vor mich hin, die mir gerade in den Kopf kamen, geredet. Aber das ist eben eine ganz schwierige Sache und das ist eben wichtig, damit man Leute klar versteht. Was auch noch ein lustiger Punkt ist, ist zum Beispiel, dass es gibt auch dazu Studien, wenn Frauen unter Frauen sind in der Studie, hat man festgestellt, dass sie tiefer reden, als wenn ein Mann dabei ist. Sobald ein Mann reinkommt, geht die Stimme nach oben. Warum das so ist, haben sie nicht rausgefunden, haben sie tatsächlich auch nicht untersucht, weil war in dem Moment nicht interessant, aber es gibt tatsächlich Studien, die das nahelegen. Es gibt auch noch andere Sachen, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel gibt es, das ist auch verlinkt wieder, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, gibt verschiedene Mittel, die zum Beispiel auch im Gesang verwendet werden, wenn die Stimme eben überreizt ist, damit man eben das Ganze gut befeuchtet hält und das dann eben nicht krächzig wird. Und da gibt es eben auch Mittel, wenn man dann mal tatsächlich reden muss, weil es ist so, es ist anstrengend, es ist, fordert die Stimme und da gibt es eben tatsächlich Zeiten, wo die Stimme eben einfach nicht gut klingt. So, tatsächlich bin ich jetzt 5 Minuten früher, als meine Zeitschätzung war, schon bei den Fragen. Dementsprechend übergebe ich das mal an dich. Danke, Lea, für deinen Talk. Wenn ihr Fragen habt, wir haben auf der linken und auf der rechten Seite 2 Mikrofone, an die ihr euch anstellen könnt. Und ich schau mal nach hinten. Signal Angel, haben wir Fragen? Nein, okay. Dann würde ich schon mal eine Frage stellen. Und zwar, klar, du hast gesagt, dass es eine Menge Übung ist. Und ich weiß, dass Übung ganz schön frustrierend sein kann. Gab es so irgendwann einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, so, yes, meine Stimme verändert sich endlich und ich merke endlich den Erfolg von meinem Üben? Wann war das so in etwa? Das ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, ein großer Teil dessen, was jetzt heute ist, hat sich tatsächlich relativ schnell ergeben. Ich habe am Anfang tatsächlich aber auch sehr, sehr viel geübt. Ich habe gerade meine, Bachelorarbeit geschrieben und habe die mir immer wieder vorgelesen. Also ich habe das so pro Tag 3 Stunden oder so geübt. Letztendlich hat es so 5 Monate gedauert, bis ich die Tonlage ungefähr hatte. Und es hat jetzt tatsächlich bis ein Jahr, 1,5 Jahre gedauert, bis ich jetzt sagen konnte, okay, jetzt bin ich selbst zufrieden, jetzt bin ich selbst sicher genug, um dann eben zum Beispiel auch meinen Vortrag zu halten. Okay, danke. Dann einmal die Frage vom Signal Angel. Okay, es gibt keine Fragen. Doch, da drüben am Mikrofon. Ach so, ich meinte das, den Signal Angel. Einmal an Mikrofon 2 bitte. Hallo, du hast von einem Bruchpunkt gesprochen in der Stimme. Was ist das? Es gibt einen Bereich, wie beschreibe ich das am besten? Wenn ich mit meiner Stimme immer höher gehe, gibt es irgendeinen Bereich, wo du keinen Ton rausbringen kannst und da drüber geht's wieder. Da klingst du zwar dann wie Mickey Mouse irgendwo, meistens zumindest, wenn du es mal je nachdem probierst. Auf jeden Fall, das ist dieser Bruchpunkt. Es gibt so einen Bereich, wo du einfach nicht keinen Ton rausbekommst, wo ihm die Stimme bricht. Und das ist dieser Bruchpunkt letztendlich. Danke für die Frage. Bitte an Mikrofon 1. Ja, also es ist eine Anmerkung. Und ich glaube, wie man wahrgenommen wird, ganz am Anfang ist es viel wichtiger. Also wenn man anfängt zu reden, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon rein? Ja, also 10 Sekunden, 20 Sekunden nachher, was man anfängt zu reden, im Bereich von anderen Menschen, die passen mehr auf. Und nachher, wenn ein bisschen die Stimme so runtergeht oder so, was auch immer, es ist kein Problem, weil
die entscheiden, wie die dich gendern. Also, es ist meine Erfahrung. Also du meinst jetzt, muss mal kurz nochmal zurückzufragen, dass sozusagen die ersten paar Sekunden sehr entscheidend sind, wie eine Stimme gelesen wird. Genau. Das ist definitiv so. Das ist kennen viele vielleicht auch am Telefon einfach. Das ist die Situation quasi, wo das super entscheidend ist, weil man das Gegenüber ja auch überhaupt nicht sieht. Man hat ja dann nur die Stimme als Faktor. Und natürlich, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Da hast du definitiv recht, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Also mein Punkt wäre, dass man so üben kann, einfach so Hallo, wie man zum Handy angeht und dann... Ja, definitiv. Das ist ein sehr guter Hack und definitiv. Cheat. Das ist definitiv sehr hilfreich, ja. Dann danke für die Frage. Danke. Gibt es noch eine Frage? Ja, an Mikrofon 2, dann bitte. Hallo. Ja. Ich habe mal gehört, dass so Apfelessen und so weiter funktionieren sollte, damit die Stimme ein bisschen besser klingt. Gibt es da irgendwie eine Wissenschaft dahinter? Oder, ja. Also es gibt tatsächlich Lebensmittel, die Stimme stark verändern. Also zum Beispiel zuckerhaltige Sachen sind sehr problematisch. Kaffee, gerbstoffhaltige Sachen, Tee können sich darauf auswirken. Ob jetzt bestimmte Sachen sich da mehr oder weniger gut drauf auswirken, ist schwierig. Es kann natürlich sein, dass bestimmte Inhaltsstoffe zum Beispiel es fördern, dass das die Feuchtigkeit besser da erhalten bleibt. Aber so ganz genau kann ich dir da auch nicht sagen. Dann danke auch für diese Frage. So, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann würde ich doch mal sagen, gib noch mal Lea einen großartigen Applaus für diesen Talk. Danke, Lea. Ganz kurz vielleicht noch. Es ist natürlich jetzt auch ein Thema, wo an die Mikrofone gehen ein bisschen schwierig sein kann. Dementsprechend, ich werde jetzt noch einen Moment hier bleiben. Wenn dann noch mal vielleicht da Fragen kommen, kann ich da auch noch mal drauf eingehen. Weil ich habe jetzt tatsächlich auch ein, zwei Sachen weggelassen, die ich normalerweise einfach erzähle, wenn das ein Workshop ist. Wenn man eben mit praktischen Übungen arbeitet, entwickelt sich das eben auch ganz anders. Deswegen, das ist vielleicht auch noch mal interessant, falls da noch Rückfragen bestehen.